Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Brandenburger Bürger. Natürlich ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung, den die Fraktion Die Linke hier mit ihrem Gesetzentwurf zur Beteiligung des Landtags bei Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes gehen möchte und den wir grundsätzlich unterstützen. Wochenlang konnte die Exekutive weitgehend ungestört agieren. Die üblichen Überprüfungen im politischen System fanden allenfalls eingeschränkt statt. Das betraf unter anderem auch die Kontrolle und die Einflussnahme durch das Parlament. Es ist ja schon eine Zumutung, dass alles, was der Gesetzgeber vorgegeben hat, alles, was an Freiheits- und Grundrechten für die Menschen in diesem Land sichergestellt werden sollte, auf Basis eines Infektionsschutzgesetzes, wenn auch nur für kurze Zeit, außer Kraft gesetzt wurde und ein Ende ist nicht in Sicht. Solch weitgehende, flächendeckende und alle Bürger, also nicht nur Kranke und Infizierte betreffenden Einschränkungen, wie sie jetzt auf dieser Basis verordnet wurden, hatte mit Sicherheit niemand für möglich gehalten, als er seinerzeit das Infektionsschutzgesetz formulierte. Aber selbst wenn man die Verordnung vielleicht zunächst aus größtmöglicher Vorsicht oder wegen schlechter Datenlage anfangs für unumgänglich hielt, so kann das heute doch nicht mehr gelten. Man kann nicht auf unbestimmte Zeit alle Macht in die Hände der Regierung legen, ohne das Parlament zu beteiligen. Die Fragen, was, wann, wie lange angemessen ist, das gehört transparent diskutiert und das im Parlament und nicht allein durch die Exekutive. Dies sollte im Sinne einer funktionierenden Gewaltenteilung selbstverständlich sein. Wir sind als Abgeordnete die gewählten Vertreter des Souveräns, also der Brandenburger Bürger. Und dieser Souverän hat einen Anspruch darauf, dass wir unsere Kontrollfunktion auch angemessen ausfüllen können. Und da sind die nun eingeforderten Beteiligungen, das heißt Unterrichtungspflichten und Anhörungen des Landtags nun wirklich nur das Mindeste, was es zu fordern gibt, aber immerhin etwas. Wir erkennen grundsätzlich an, dass es unter der Bedingung erheblicher Unsicherheit über die weitere Entwicklung und die gesundheitlichen Folgen der Pandemie vor dem Hintergrund des exponentiellen Wachstums der Fallzahlen im März richtig war, auch rigorose Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Allerdings ließ die Einbindung des Landtags in die Entscheidungsfindung sehr zu wünschen übrig. Vor dem Hintergrund der enormen Tragweite der im Zusammenhang mit der Pandemie getroffenen Entscheidungen muss der Landtag, um seiner Verantwortung gerecht werden zu können, rechtzeitig und vollständig informiert werden. Darüber hinaus muss er von Anfang an in das Verfahren der Gestaltung der Verordnung eingebunden werden. Den Rechtsausschuss sehen auch wir hier als ein geeignetes Gremium an und wir werden der Überweisung den Antrag in den Hauptausschuss zustimmen. Vielen Dank.